Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich schulde euch noch mein Video über meine Lieblingsbücher aus dem vergangenen Jahr. Ich habe letztes Jahr mehr als 15 Bücher gelesen, wenn ich mich recht erinnere. Und ich wollte gerne meine Top 5 mit euch teilen. Also von allen Büchern, die ich gelesen habe, die 5 besten. Denn ich glaube, dass sie dem einen oder anderen von euch auf jeden Fall auch gefallen könnten oder weiterhelfen. Diese Bücher haben auf jeden Fall was in meinem Leben bewegt, wenn nicht sogar mein Leben teilweise total verändert. Wenn euch alle Bücher interessieren, die ich gelesen habe, dann verlinke ich euch die ganze Liste unten in der Infobox. Aber in diesem Video werde ich nur auf die 5 besten eingehen, weil das sprengt sonst den Rahmen. Und ja, warum soll ich euch was empfehlen, was ich nicht so gut fand? Starten wir also mit dem ersten Buch und das ist Platz 5, also von den 5 besten Büchern, die ich letztes Jahr gelesen habe, das am wenigsten beste, obwohl es immer noch unter den Top 5 war. Und das habe ich direkt zu Beginn des Jahres gelesen, im Januar. Das Buch heißt The Unfair Advantage. Und in diesem Buch geht es darum, dass jede einzelne Person von uns ganz eigene individuelle Lebensumstände hat und man von außen betrachtet manchmal Leute sieht, die total erfolgreich sind und sich denkt, okay, die sind nur so erfolgreich, weil die haben zum Beispiel reiche Eltern oder so. Aber in diesem Buch wird angeführt, wie man seine eigenen Lebensumstände zu einer erfolgreichen beruflichen Karriere umgestalten kann sozusagen. Also was ist überhaupt ein unfairer Vorteil, wenn wir das mal ins Deutsche übersetzen wollen? Welche eurer Lebensumstände kann man denn überhaupt nutzen für Karrierezwecke zum Beispiel? Und wie kann man die übersetzen? Also das Buch war für mich ein totaler Augenöffner und auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum ich einen spanischen YouTube-Kanal gegründet habe, der mir hier schon total viele Türen geöffnet hat, worüber ich super dankbar bin. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in eurem Leben nicht so richtig vorankommt und irgendwie eine neue Art und Weise sucht, inspiriert zu werden, beruflich, karrieretechnisch, dann kann ich euch dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Es ist allerdings für die Zielgruppe Entrepreneur geschrieben, das heißt hauptsächlich für Personen, die sich selbstständig machen wollen. Ich persönlich bin ja selbstständig, deswegen hat es auf mich zugetroffen. Ich denke aber trotzdem, dass man auch einige der Lektionen in diesen Büchern übersetzen kann in ein angestelltes Berufsverhältnis. Platz 4 ist F. The Schutz. In diesem Buch geht es darum, dass man sich von den gesellschaftlichen Konventionen löst und mal selbst reflektiert, was man eigentlich vom Leben will und überhaupt mal realisiert, wie viele Dinge man in seinem Alltag einfach nur macht, weil man sie halt so macht und wie extrem diese ganzen Narrative unserer Gesellschaft in uns verankert sind und dass wir eigentlich viel, viel mehr persönliche Freiheit hätten, wenn wir sie uns selbst eingestehen würden. Aber in unserer Gesellschaft ist es so unüblich, dass man seiner eigenen Nase folgt sozusagen, dass man gar nicht so richtig auf die Idee kommt oder gar nicht so richtig weiß, wo man überall diese Macht sozusagen einsetzen könnte. Ja, Macht trifft es vielleicht ganz gut. Das ist eine gute Anleitung, um sich selbst die Macht und die Kontrolle über das eigene Leben zurückzugeben, wenn man das Gefühl hat, dass man sie verloren hat. Seitdem ich dieses Buch gelesen habe, hinterfrage ich auf jeden Fall sehr viel mehr Lebensentscheidungen. Ich hinterfrage sehr viel meine täglichen Handlungen, sehr viel, wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas machen muss. Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig gutes Buch und ich glaube vor allen Dingen die Deutschen können da sehr viel daraus lernen, denn wenn ich die Deutschen jetzt so vergleiche mit dem, was ich jetzt sonst so kennengelernt habe, dann ist es schon so, dass wir oft sehr starr in diesem Bild davon sind, wie ein Leben auszusehen hat oder vor allen Dingen wie ein gutes Leben auszusehen hat. Platz 3 ist das Buch Witch. Zum ersten Mal gehört von diesem Buch habe ich im Podcast von Blue. Und der Podcast heißt Deja Blue, den habe ich, glaube ich, auch schon öfter erwähnt. Der Podcast ist auf Englisch. Wenn es zu den Büchern deutsche Übersetzungen gibt, dann gebe ich euch die unten in die Infobox. Ansonsten, wenn ich keine deutsche Übersetzung in der Infobox habe, dann habe ich entweder keine gefunden oder es gibt vielleicht noch keine. In dem Buch Witch wird überhaupt mal so richtig thematisiert, was dieser Begriff Hexe überhaupt bedeutet. Der Ursprung des Begriffs bzw. die Entfremdung davon durch die katholische Kirche und über die Hexenverfolgung, wobei das gar nicht unbedingt im Fokus steht.
Vielmehr steht im Fokus, wie Frauen sich wieder zurückentwickeln können zu einem angstfreien Dasein. Denn Tatsache ist, auch heute noch gibt es Hexenjagden in anderer Art und Weise. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was Donald Trump sich alles geleistet hat und dem ist nichts passiert. Und dass die finnische Präsidentin einmal feiern war und was da für eine, in Anführungszeichen, Hexenjagd draus gemacht wurde. In diesem Buch geht es also ganz klar darum, sich wieder auf seine ursprüngliche Macht als Frau sozusagen oder in unser ursprüngliches Selbstbewusstsein zurückzuberufen. Und diese Angst abzulegen oder überhaupt mal diese Angst wahrzunehmen und als solche zu erkennen, die uns anerzogen wurde über Generationen und Generationen. Also geht sehr in die feministische Richtung auf jeden Fall. Das Buch hat auch einen leichten spirituellen Touch, aber trotzdem finde ich, ist es auf jeden Fall ein Buch, was man gelesen haben sollte als Frau. Einfach um sich mal mehr mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen. Also von mir 5 Sterne, so wie alle Bücher in dieser Liste. Ich empfehle es euch absolut. Gerade wenn ihr euch für das Thema Hexen interessiert, dann würde ich euch das Buch noch mehr, noch zu 1000% mehr empfehlen. Platz 2 ist das Buch The 12 Week Year und dieses Buch hat tatsächlich mein Leben verändert. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ja, es ist tatsächlich so gewesen. Es ist jetzt nicht übertrieben, dass ich das sage, denn dieses Buch hat verändert, wie ich arbeite. Dieses Buch gibt einem ein Produktivitäts- und Arbeitssystem an die Hand, mit dem man seinen Fokus von jährlichen Zielen verkürzt auf 3-monatige Ziele. Und dieses Buch ist so wahnsinnig motivierend und hat so viele gute Tipps, dass das System, wenn man es ernst meint, auch tatsächlich funktioniert. In diesem System geht es unter anderem darum, dass man eben eine 3-Monats-Periode als Jahr sieht und man sich gezielt Ziele steckt, die in dieser Zeit erreichbar sind, aber dennoch ambitioniert sind. Außerdem geben sie einem an die Hand ein gewisses wöchentliches Kontrollsystem, bestehend aus wöchentlichen Check-ins mit sich selbst, aber zum Beispiel auch mit Accountability-Meetings. Normalerweise ist dieses Buch geschrieben für Firmen, also für Teams im Unternehmen, die zusammenarbeiten. Jede Woche sollte im Idealfall gestartet werden mit so einem wöchentlichen Kick-off. Und wenn man allein arbeitet, dann wird empfohlen, sich so eine Gruppe zu suchen. Und das ist auch, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt wöchentlich Accountability-Meetings mit einer kleinen Gruppe von anderen Personen, die dieses Buch auch gelesen haben und die dieses System jetzt auch in ihrem Leben anwenden, um ihre Ziele umzusetzen bzw. um an ihren Zielen zu arbeiten. Und vor allen Dingen diese Accountability-Meetings haben es echt voll verändert für mich, weil ich ja alleine arbeite, ohne Kollegen und mich nur von mir selbst rechtfertigen muss am Ende des Tages. Das macht es natürlich schwer, aus sich rauszugehen und immer wieder an krasseren, neueren, größeren Zielen zu arbeiten. Vor allen Dingen, was jetzt geschäftlich angeht. Ich bin ja schon eine Person, die sehr gut darin ist, persönliche Ziele umzusetzen. Also sowas wie Sport, Organisation, Haushalt, Minimalismus, solche Sachen. Das fällt mir relativ einfach. Aber wenn es dann ums Business geht, wenn es um Kaltakquise geht, wenn es um, ja, darum geht, einfach sich da businesstechnisch mal ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, dann ziehe ich mich da gerne mal zurück und suche mir irgendwelche Ausreden. Aber damit ist Schluss, seitdem ich dieses Buch geschrieben habe und ich habe zum Beispiel auch schon mein erstes spanisches E-Book geschrieben und veröffentlicht, dank dieses Programms. Also wenn ihr irgendwie selbstständig in diese Richtung irgendwas machen wollt, an euren persönlichen Zielen arbeiten wollt und euch fehlt so ein bisschen System, Kontrollsystem. Life-changing. Absolut life-changing, ich sag's euch. So, und dann kommen wir zu Platz 1, dem besten Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe. Für mich persönlich hat's mein Leben auch absolut verändert. Ich habe das Buch sogar 2-mal gelesen und ich würde sagen, es ist meine neue Bibel. Ich werde es sicherlich auch noch öfter lesen. Das Buch heißt Rise, Sister, Rise. Und es ist ebenfalls ein Buch, was in die feministische Richtung geht. Das heißt, ein Buch geschrieben von einer Frau für Frauen mit dem Ziel, dass wir uns wieder mehr in unsere weibliche Energie einfinden, diese akzeptieren, diese zu unserem Vorteil nutzen und nicht immer nur verteufeln. Es ist ein unfassbar,
unfassbar motivierendes Buch, das sehr dazu ermutigt, zu sich selbst zu stehen, zu sich selbst zu finden, sich besser kennenzulernen. Es thematisiert die verschiedensten Probleme, die man als Frau hat und gibt wirklich unglaublich gute Ratschläge an die Hand. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht so richtig motiviert bin, nicht so richtig weiß, ob ich wirklich das schaffe, ob ich das machen soll, ob ich auf dem richtigen Weg bin, dann nehme ich dieses Buch zur Hand, beziehungsweise mein Kindle, denn ich habe es nur digital. Ich denke, ich werde es mir aber auf jeden Fall auch nochmal in der Printversion kaufen, denn ich fand es so gut, dass ich es gerne im Papier hätte. Und ich gönne es auch der Autorin. Ich habe es auch tatsächlich schon auf Papier gekauft und zu Weihnachten verschenkt an eine Freundin. Also, wenn ihr weiblich seid, euch als weiblich identifiziert, etwas über Frauen lernen wollt, dann ist das meine allergrößte Empfehlung, vor allen Dingen auch als Einstieg. Das Buch beschreibt im ersten Viertel mehr so das Leben und die Entwicklung der Autorin und in den hinteren drei Vierteln geht es dann wirklich los mit konkreten Ratschlägen, also lasst euch vom ersten Viertel nicht aus der Ruhe bringen, falls euch das Leben halt nicht so interessiert von ihr. Also für mich waren die hinteren zwei Drittel der Schlüssel für ein glückliches Leben als Frau, wenn man das so sagen will. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, es ist so. Ja, falls es einige der Bücher nicht auf Deutsch gibt, dann tut es mir wirklich leid. Ich hoffe, dass sie in Zukunft noch übersetzt werden. Ihr könnt sie ja mal auf eure Leseliste schreiben oder ihr probiert es einfach mal auf Englisch, denn die Bücher sind wirklich leicht zu lesen. Das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und bis zum nächsten. Adios!